Bist du Autor und veröffentlichst deine Bücher über Amazon, also übers Kindle Direct Publishing Programm, dann musst du steuerlich so ein paar Sachen beachten. Was das genau ist, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und Amazon hat mit KDP, also der Kindle Direct Publishing Plattform, echt was Interessantes geschaffen. Du als Autor brauchst keinen Verlag mehr, sondern kannst direkt über Amazon die Bücher verkaufen. Du lädst da deine Datei hoch und kannst anschließend das entweder als E-Book verkaufen oder tatsächlich als echte Bücher. Und das ermöglicht ganz neue Möglichkeiten für Autoren, die eigenen Werke zu veröffentlichen. Um ehrlich zu sein, es wird dich nicht überraschen, ich bin kein Experte für Self-Publishing oder Buchvertrieb und so weiter. Deswegen dazu kann ich dir nichts sagen. Dazu gibt es aber eine ganze Reihe an anderen Experten. Das heißt, wenn du dich auf YouTube mal umschaust nach Self-Publishing und KDP, dann findest du eine ganze Reihe an Anleitungen und viele davon sind wirklich empfehlenswert. Ich in diesem Video möchte auf die steuerlichen Besonderheiten als Self-Publisher eingehen. Das Wichtigste vorab, du bist als Autor in Deutschland natürlich Selbstständiger. Das heißt, wenn du Geld mit deinen Büchern verdienst, dann bist du selbstständig und musst in Deutschland auch Steuern abführen. Ich habe zu dem ganzen Thema Steuern für Selbstständige in Deutschland schon mal so ein Grundlagenvideo aufgenommen. Ich möchte die Inhalte hier an dieser Stelle nicht nochmal ausführlich wiederholen. Deswegen verweise ich einfach mal auf das Video, was ich jetzt oben rechts verlinke. Das heißt, wenn du noch gar keine Ahnung hast, welche steuerlichen Verpflichtungen du in Deutschland hast, schau da unbedingt einmal vorbei. Aber als Self-Publisher gibt es auch so ein paar Besonderheiten, die besonderes Augenmerk bedürfen. Und genau darauf möchte ich in diesem Video einmal eingehen. Der erste wichtige Punkt ist das Steuerformular in KDP. Wenn du dich anmeldest bei Kindle Direct Publishing, dann musst du ein Steuerformular ausfüllen. Da gibst du unterschiedliche Dinge an zu dir und deiner Selbstständigkeit. Wichtig an dieser Stelle ist, du hast alles richtig ausgefüllt, wenn nichts einbehalten wird. Warum ist das so? Bei der Steuer geht es um Steuern in den USA und du bist als Autor in Deutschland steuerpflichtig. Das heißt, Amazon muss dir 100% auszahlen und du musst dich dann um deine eigene Buchhaltung und deine eigene Steuererklärung kümmern. Ich kriege das immer mal wieder mit, dass Self-Publisher glauben, dass es vollkommen ausreicht, wenn Amazon die Steuer einbehält und sie damit quasi ihre gesamten steuerlichen Verpflichtungen Genüge getan haben. Das ist leider nicht der Fall. Amazon hält keine deutsche Steuer ein und kümmert sich auch nicht um deine steuerliche Abwicklung. Das ist deine Verpflichtung und deswegen solltest du 100% ausgezahlt bekommen und dann musst du selbst deine Steuer berechnen und abführen. Der zweite Punkt, mit dem du dich beschäftigen solltest, ist die Unterscheidung, ob du Freiberufler oder Gewerbetreibender bist. Als Schriftsteller in Deutschland bist du grundsätzlich Freiberufler. Das heißt, wenn du selber deine Bücher schreibst und deine Bücher einfach über KDP veröffentlichst, dann bist du Autor. Und als Autor bist du Freiberufler. Das führt dazu, dass du keine Bilanzierungspflicht hast, egal wie hoch dein Einkommen ist. Und zweitens musst du keine Gewerbesteuer zahlen und auch keine Gewerbesteuererklärung abgeben. Das heißt, du hast weniger bürokratischen Aufwand, wenn du Freiberufler bist. Ich kenne das aber von einigen von unseren Mandanten und habe auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis einige Leute, die kaufen Bücher bei anderen ein oder sie lassen andere Leute Bücher schreiben, die sie dann selbst veröffentlichen. Das ist ehrlicherweise eine andere Tätigkeit. Das ist mehr ein Handel und eine Vermarktung von Texten. Wenn du selber gar nicht schreibst, sondern die Texte irgendwie von jemand anderem schreiben lässt oder einkaufst oder lizenzierst oder was auch immer, dann ist deine Tätigkeit ja nicht vergleichbar mit einer Autorentätigkeit, sondern dann bist du eher ein Verlag. Und ein Verlag ist keine freiberufliche Tätigkeit. Da bist du dann gewerbesteuerpflichtig und brauchst auch einen Gewerbeschein. Deswegen solltest du für dich feststellen, ob du eher Schriftsteller bist oder ob der Kern deiner Tätigkeit eher eine Verlagstätigkeit ist oder aber eine Vermarktungstätigkeit ist. Den dritten Punkt, den du unbedingt verstehen solltest, ist die Art deiner Einnahmen. Weil du denkst vielleicht, dass du als Autor über KDP Bücher verkaufst. Tust du aber nicht. Du verkaufst keine Bücher. Das heißt, wenn ich auf Amazon ein Buch suche und ich finde dein Buch und kaufe dein Buch, dann halte ich am Ende natürlich ein Buch in den Händen oder ein E-Book und kann das lesen. Das heißt, natürlich habe ich am Ende ein Buch bekommen. Ich habe das Buch aber nicht bei dir gekauft. Dein Geschäftsmodell ist die Einräumung von Nutzungsrechten. Das heißt, du bekommst Lizenzeinnahmen von Amazon. Du verkaufst aber nicht das Buch. Das Buch verkauft Amazon, weil Amazon nimmt die Lizenzen an deinen Texten und produziert daraus Bücher. Und Amazon verkauft mir dann das Buch. Und das Ganze ist ziemlich wichtig zu verstehen, weil das bedeutet, dass du keine physischen Produkte verkaufst. Du machst kein E-Commerce. Du hast mit dem ganzen Thema Versandhandel überhaupt gar nichts zu tun. Und das ist eine sehr, sehr gute Neuigkeit, weil Versandhandel im Umsatzsteuerrecht ziemlich kompliziert ist und du musst dich mit unterschiedlichen Vorschriften auseinandersetzen, wie zum Beispiel dem One-Stop-Shop-Prinzip. Aber mit diesen ganzen Regelungen hast du gar nichts zu tun, weil du halt keine Bücher verkaufst. Du räumst Amazon Lizenzen ein und hast dadurch Lizenzeinnahmen.
Der vierte Punkt, mit dem du dich unbedingt beschäftigen solltest, ist das Thema Rechnungsstellung. Vergleichen wir deinen Verkauf von Büchern, wir haben schon gelernt, es ist nicht wirklich ein Verkauf von Büchern, aber vergleichen wir das mal mit einem Online-Shop. Das heißt, ich verkaufe irgendwelche physischen Güter über einen Online-Shop. Dann habe ich ja mit jedem einzelnen Käufer eine Geschäftsbeziehung und muss auch jedem einzelnen Käufer theoretisch zumindest eine Rechnung ausstellen. Dieses Problem hast du mit KDP nicht. Und das ist eine sehr gute Nachricht, weil du ja die Bücher gar nicht selbst an den Endkunden verkaufst. Du verkaufst ja nur die Lizenz für dein Buch an Amazon und nur Amazon kauft dir diese Lizenz ab. Und das macht es deutlich einfacher, weil du nur einen einzigen Geschäftspartner hast und keine hunderte oder tausende Endkonsumenten. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie machst du das eigentlich in der Buchhaltung? Denn Amazon überweist dir ja einfach so heimlich, still und leise dieses Geld. Du bekommst ja gar keine Rechnung oder sonst irgendwas von Amazon. Natürlich, manchmal kriegst du irgendwelche Aufstellungen, wo du nachgucken kannst, wie viel Umsatz du gemacht hast und was du bekommst. Es ist aber nach deutschem Steuerrecht keine ordnungsgemäße Rechnung. Die brauchst du aber. Das heißt, wenn du als Self-Publisher über Amazon veröffentlichst, bekommst du in der Regel zuverlässig dein Geld, hast aber gar keine Rechnung. Und um die musst du dich aber trotzdem kümmern, weil wenn du in Deutschland eine ordnungsgemäße Buchhaltung machen möchtest, brauchst du eine Rechnung und die Transaktion. Die Transaktion ist kein Problem, aber du bekommst halt einfach keine richtige Rechnung. Die Lösung ist, du schreibst sie selbst. Da reden wir von Proforma-Rechnung. Das heißt, du schreibst einfach für dich selbst nur eine Rechnung, damit du sie in deiner Buchhaltung hast. Die musst du gar nicht an Amazon schicken. Das interessiert Amazon auch nicht so wirklich. Du schreibst einfach nur für dich in deiner Buchhaltung für jede Transaktion, die du bekommst, eine dazugehörige Rechnung. Und dann hast du die Rechnung und die Transaktion und dann ist alles fein. Bei diesen Rechnungen solltest du beachten, dass Amazon seinen Sitz nicht in Deutschland hat. Amazon hat seinen Europasitz in Luxemburg. Das heißt, du hast eine Geschäftsbeziehung mit einem Unternehmen in Luxemburg. Alle Leute, die sich so ein bisschen mit Steuern auskennen, da leuchtet wahrscheinlich gerade schon eine Alarmglocke, weil eine Geschäftsbeziehung mit zwei Unternehmen über EU-Grenzen hinweg, das sind Reverse-Charge-Umsätze. Reverse-Charge-Umsätze bedeutet, dass du darauf keine Umsatzsteuer abführen musst, sondern der Leistungsempfänger, also Amazon in dem Fall, muss sich um die Umsatzsteuer kümmern. Das heißt, deine Rechnung muss ohne Umsatzsteuer ausgestellt werden und du musst auch keine Umsatzsteuer auf die Gelder abführen, die Amazon dir überweist. Das sind vorzügliche Nachrichten für dich. Das heißt, du darfst dieses Geld tatsächlich soweit erstmal behalten und musst davon dem Finanzamt nichts direkt abgeben. Damit das auch funktioniert, müssen deine Rechnungen aber ordnungsgemäß sein. Und das bedeutet, erstens, du weist keine Umsatzsteuer aus. Zweitens, du musst deine eigene Umsatzsteueridentifikationsnummer aufführen und die Umsatzsteueridentifikationsnummer von Amazon. Und drittens solltest du einen Satz aufführen, der auf das Reverse-Charge-Verfahren hinweist. Ein paar Musterformulierungen findest du einmal unten in der Videobeschreibung. Die kannst du einfach kopieren und auf deine Rechnung schreiben. Und wenn du dann eine ordnungsgemäße Proforma-Reverse-Charge-Rechnung hast und die Transaktion, dann musst du keine Umsatzsteuer in Deutschland mehr abführen. Das fünfte Thema, was ich hier einmal ansprechen möchte, ist das Thema Kleinunternehmerregelung. Zu diesem Thema lese ich nämlich leider häufig, ich würde mal sagen, sehr nachteilige Hinweise. Also viele Blogs und Ratgeber zum Thema Self-Publishing sagen, dass die Kleinunternehmerregelung eine tolle Regelung ist. Ist sie auch normalerweise. Die Kleinunternehmerregelung führt dazu, dass du keine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben musst und auch keine Umsatzsteuer abführen musst. Das klingt ja erstmal ganz gut. Wir haben jetzt aber gerade ja gelernt, dass du auf die Einnahmen, die du von Amazon ausgezahlt bekommst, ja sowieso keine Umsatzsteuer zahlen musst. Das heißt, auf der Einnahmen Seite ändert es sich nicht, ob du Kleinunternehmer bist oder auf diese Kleinunternehmerregelung verzichtest. Aber auf der Ausgabenseite bekommst du ja regelmäßig auch Rechnungen von deinem Telefonanbieter, wenn du einen neuen Laptop kaufst, wenn du irgendwelche Softwarelizenzen kaufst und so weiter. Und auf diesen Rechnungen ist ja auch Umsatzsteuer ausgewiesen. Und diese Umsatzsteuer kannst du dir tatsächlich vom Finanzamt wiederholen. Wenn du allerdings die Kleinunternehmerregelung gewählt hast, kannst du das nicht. Das heißt, bei der Kleinunternehmerregelung sagst du aktiv, ich möchte mit dem ganzen Thema Umsatzsteuer nichts zu tun haben. Wenn du allerdings die Regelbesteuerung wählst und ganz normal Umsatzsteuer ausweist, führt das dazu, dass du zwar immer noch auf der Einnahmenseite in der Regel keine Umsatzsteuer abführen musst, du aber die gesamte Umsatzsteuer, die dir in Rechnung gestellt wird, die kannst du geltend machen. Und das führt in der Regel dazu, dass Self-Publisher eher die ganze Zeit Geld vom Finanzamt wiederbekommen, weil das Finanzamt diese Umsatzsteuerbeträge erstattet. Deswegen möchte ich an dieser Stelle sagen, auch liebe Leute, die diese Ratgeber schreiben, ja, die Kleinunternehmerregelung ist sinnvoll, aber als Self-Publisher über KDP ist sie in der Regel eher nachteilig und führt zu einer höheren Steuerlast. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir ein paar Tipps mitgeben, die du so noch nicht kanntest. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du dir jetzt denkst, dass du das Ganze lieber gar nicht selber machen möchtest, sondern das soll sich doch ein Steuerberater lieber angucken, dann sind wir vielleicht der richtige Steuerberater für dich. Wir sind nämlich spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und haben tatsächlich auch schon einige Self-Publisher als unsere Mandanten. Deswegen befindest du dich da wahrscheinlich in ganz guter Gesellschaft. Wie wir dir ganz konkret helfen können, das erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Kannst aber natürlich auch erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.